Hi Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute geht es mal um das Thema Finanzen, beziehungsweise sehr viel spezieller. Es geht darum, welche negativen oder vielleicht ja sogar positiven Glaubenssätze ihr über Geld habt und die so, ohne dass ihr es merkt, euren Umgang mit Geld steuern. Die meisten von uns haben ihre Glaubenssätze über Geld aus der Kindheit von ihren Eltern übernommen und den wenigsten von uns ist es bewusst, auch mir war es ganz lange Zeit nicht bewusst. Und deswegen habe ich eine Shadowwork-Schattenarbeit-Challenge für mich und für euch zusammengestellt. In Form von Shadowwork oder Schattenarbeit versuchen wir jetzt also mal unsere Glaubenssätze herauszufinden. Bedeutet, ich habe hier 10 Fragen für euch. Gedacht ist das Ganze über 10 Tage, aber ihr könnt natürlich, wenn ihr richtig Vollgas geben wollt, auch alles an einem Tag machen. Ich würde aber empfehlen, euch damit eher Zeit zu lassen, weil manchmal ist es ein längerer Prozess der Realisation von bestimmten Glaubenssätzen. Manchmal dauert es einfach, bis man sich Sachen bewusst wird. Ich selbst habe die Fragen natürlich auch beantwortet und habe euch so ein bisschen mitgenommen. Ich werde jetzt also die 10 Fragen mit euch teilen. Ihr findet aber auch die 10 Fragen unten in der Infobox. Wenn ihr also jeden Tag für 10 Tage zurückkommen wollt zu diesem Video, um die Challenge weiterzumachen, dann müsst ihr natürlich nicht immer alles anschauen. Am Ende des Videos teile ich natürlich noch mit euch, was ich daraus gelernt habe. Okay, legen wir los. Frage Nummer 1. Waren meine Eltern in meiner Kindheit nach meinem Verständnis arm oder reich oder irgendwas dazwischen? Und was glaube ich, warum sie arm oder reich waren? Also ich habe jetzt gerade Frage Nummer 1 für mich selbst beantwortet. Ich werde jetzt keine Details mit euch natürlich teilen, weil das ja sehr privat ist, was meine Eltern angeht. Aber ich hatte so eine Realisation jetzt am Schluss, die mich getroffen hat wie ein Blitz. Und ich dachte mir, eigentlich klar, aber irgendwie habe ich es noch nie in meinem Kopf so deutlich ausgesprochen. Erst jetzt realisiere ich, dass die Einstellung zu Geld das komplette Leben beeinflusst, zum Guten wie zum Schlechten. Und das klingt jetzt nicht, als wäre es ein neuer Gedanke, und es ist eigentlich auch kein neuer Gedanke, aber wenn ich so über das Leben meiner Eltern nachdenke, die getrennt sind, also ich habe zwei verschiedene Leben, zur Ansicht, oder wenn ich das ausweite auf andere Erwachsene in meinem Umfeld, dann muss ich echt sagen, alles, was in dem Leben passiert, also wirklich alles, ist komplett beeinflusst von der persönlichen Einstellung zu Geld und wie man selbst zu Geld steht. Also ob man Geld als was Positives sieht oder Geld als ein Werkzeug sieht, zum Beispiel wie Frugalisten das ja oft machen, oder ob man dieses Mangelgefühl hat bei Geld und immer das Gefühl hat, man hat zu wenig und das ist unfair und Geld kommt nur zu den Bösen oder was auch immer. Komplettes Leben, alles hängt davon ab. Und das war das erste Mal, dass ich das wirklich explizit selbst an eigenen Beispielen realisiert habe. Geht also gut los. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Frage Nummer 2. Was muss man tun, um wohlhabend zu werden? Oder was muss man getan haben, um wohlhabend zu sein? Frage Nummer 2 war eigentlich einfacher zu beantworten, als ich dachte. Erst dachte ich so, oh, was schreibst du denn da jetzt? Vor allen Dingen, was für Anlagestrategien oder so. Aber im Endeffekt ist es super einfach. Erstens, man muss Geld verdienen. Zweitens, weniger ausgeben. Das ist eigentlich alles, was es braucht. Man könnte noch sagen, drittens, das Geld clever anlegen oder zumindest dafür sorgen, dass das Geld, was man übrig hat, nicht weniger wird. Das ist in meinen Augen alles. Mehr braucht es nicht. Frage Nummer 3. Was unterscheidet mich von einer wohlhabenden Person? Tag Nummer 3. Ich muss sagen, es ist so simpel, was mich unterscheidet, ist die Höhe des Einkommens natürlich zum einen, die gesamte Masse des Ersparten, die sich ja selber so ein bisschen trägt mit dem Zinseszinseffekt. Aber der wichtigste Punkt ist, denke ich, das Kaufverhalten. Obwohl ich sagen muss, dass ich mich da schon super verbessert habe im Vergleich zu vor 2 Jahren oder so. Aber es ist noch Luft nach oben. Ich glaube, ich habe mir das hiermit doch wieder auch selber etwas klarer gemacht und etwas mehr vor Augen geführt. Also von dem her war die Frage durchaus hilfreich. Yay. Uff, so schwer. Ho, 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 ho. Frage Nummer 4. Bleibt Geld gerne bei dir oder verlässt es dich? Und wenn ja, warum? Früher hatte ich das Gefühl, dass mich Geld sofort verlassen hat. Ich hatte das Gefühl, dass es gar keinen Sinn macht, mein Geld nicht auszugeben, weil es mich so oder so verlässt. Inzwischen ist es viel besser und ich habe das Gefühl, dass Geld eigentlich bei mir bleiben möchte, aber ich verhalte mich manchmal noch nicht so.
Nummer 5. Hast du bei Gedanken an Geld positive oder negative Gefühle? Und warum? Früher hatte ich beim Gedanken an Geld vor allen Dingen Gefühle von Mangel und dass ich nicht genug habe. Ich glaube, ich sollte mir eigentlich angewöhnen, jetzt diesen Glaubenssatz zu haben, dass ich genug habe. Denn Tatsache ist, ich habe genug, aber ich fühle eigentlich trotzdem nicht unbedingt immer, dass ich genug habe. Also ich weiß, ich habe genug, aber so richtig fühlen, ich hätte gern trotzdem mehr. Aber dann ist die Frage, ist das jetzt Lifestyle-Inflation, weil ich irgendwas will, nur weil ich Geld habe oder weil ich es irgendwie in Instagram gesehen habe? Weil meine Grundbedürfnisse sind eigentlich schon gedeckt. Ich glaube, da muss ich noch ein bisschen an mir arbeiten. Nummer 6. Glaubst du, es ist verwerflich, viel Geld haben zu wollen? Und wenn ja, warum? Ich denke nicht, dass es schlimm ist, wenn man viel Geld haben will. Ich glaube, das ist eine Sache von Selbstachtung und Selbstanerkennung. Und ich denke, es ist auch richtig, wenn man hart arbeitet, dafür viel Geld haben zu wollen. Die Frage ist natürlich, zu welchem Preis? Also zum Nachteil von anderen oder nicht? Was denkst du, glauben deine Eltern über Geld? Und welche dieser Gedanken hast du übernommen? Beim Beantworten dieser Frage ist mir auf jeden Fall aufgefallen, dass ich als Kind komplett alle meine Glaubenssätze über Geld von meinen Eltern hatte. Und erst als ich älter wurde, habe ich sogar von dem einen Elternteil die Glaubenssätze etwas abgelegt und die Glaubenssätze von dem anderen Elternteil etwas angenommen. Aber erst im Erwachsenenalter habe ich überhaupt erst reflektiert, dass es Tatsache ist. Und jetzt arbeite ich aktiv daran, meine eigenen neuen Glaubenssätze zu bilden und alte schlechte Glaubenssätze zu zerstören. Welche Gefühle werden ausgelöst, wenn du an Geld sparen denkst? Was denkst du, woher die Gefühle kommen? Tag Nummer 8 ist echt eine interessante Frage, weil ich gemerkt habe, wie sehr sich meine Einstellung dazu verändert hat. Früher hatte ich beim Geldsparen immer das Gefühl, dass das Geld sowieso verloren ist, weil früher oder später kommt eine Rechnung und dann muss ich mein Erspartes dafür hernehmen und dann habe ich nichts davon. Inzwischen bin ich der Meinung, dass Geld auf dem Konto, also gespartes Geld, Freiheit bedeutet, denn je mehr Geld man hat, desto mehr kann man sich aussuchen, wo man arbeitet, wie viel man arbeitet und wo man lebt. Und inzwischen strebe ich jeden Monat eine Sparquote von mindestens 50% an, also mindestens die Hälfte sparen. Weil das bedeutet im Umkehrschluss, einen Monat arbeiten und von dem Geld, was man in dem Monat verdient, 2 Monate leben. Jetzt kürzlich habe ich es nicht ganz mehr geschafft, weil ja das Einkommen aus meinem Job weggefallen ist und ich es noch nicht geschafft habe, das komplett wieder reinzuholen. Aber dennoch bin ich wieder auf einem guten Weg und das ist mein langfristiges Ziel und wer eine Sparquote von 50% hat, der hat eigentlich schon sehr viel richtig gemacht im Leben finanziell, würde ich sagen. Und ich finde es echt verrückt, was das früher für eine Verlustangst war und was für eine Freiheit oder was für ein Freiheitsgefühl das heute für mich ist. Hast du schon einmal vor anderen gezeigt, dass du jetzt mehr Geld hast? Wie waren die Reaktionen und wie hast du dich dann gefühlt? Ich muss sagen, zu dieser Frage kann ich gar nicht so viel erzählen, weil ich mit meinen Freunden ziemlich auf dem gleichen Level bin, finanziell würde ich sagen. Und wir auch die gleiche Entwicklung hingelegt haben, von der Schule bis in den Berufsalltag, über die Zeit am Anfang, wo manche in Ausbildung waren, manche studiert haben und wir alle keine Kohle hatten und alle irgendwie so Jobs machen mussten und jetzt, wo wir alle mit beiden Beinen fest im Berufsleben stehen. Ich kann mich allerdings erinnern, dass ich, oder als ich meinen Eltern gegenüber das erste Mal geäußert habe, dass ich jetzt quasi mein eigenes Geld verdiene und wie viel Geld ich verdiene und wie viel Geld ich auf dem Konto habe und wie viel Geld ich gespart habe und so. Und ich kann mich schon erinnern, dass meine Eltern da echt stolz waren. Und das ist eigentlich eine positive Assoziation für mich. Von dem her würde ich sagen, ist da eigentlich ziemlich alles richtig gelaufen. Nummer 10. Glaubst du, der Wert einer Person hängt mit ihrem Kontostand zusammen? Warum glaubst du das oder warum glaubst du das nicht? Kein Menschenleben kann mit Geld aufgewogen werden, aber in den Augen von anderen hängt unser Wert trotzdem am Kontostand.
Jemandem, der offensichtlich mehr Geld hat, wird ein höherer gesellschaftlicher Wert zugesprochen. Durch die harte Arbeit, die er geleistet hat oder mehr geleistet hat als andere. Das wird allerdings heute sehr verzerrt, weil jeder reich aussehen kann durch den Kauf von Luxusgütern oder durch Kredite. Und außerdem kann man heutzutage leichter reich werden, ohne etwas für die Gesellschaft getan zu haben. Trotzdem sind die meisten Leute immer noch neidisch auf hohe Kontostände oder auf viel Geld. Aber niemand kann anhand von einem Kontostand beurteilen, ob die Person wirklich glücklich ist. Soviel zu Frage Nummer 10. Herzlichen Glückwunsch, du hast die 10 Fragen beantwortet, hoffentlich. Und jetzt teile ich noch mein Resümee mit dir. 10 Tage sind vergangen und ich habe irgendwie erstaunlicherweise echt noch wieder viel über mich selbst gelernt und über meinen Umgang mit Geld. Und woran es hapert? Ich muss sagen, es hapert wirklich am meisten daran, dass ich einfach mich nicht genug darauf konzentriere. Mich nicht genug darauf konzentriere, mein Geld zusammenzuhalten und mich nicht genug darauf konzentriere, mehr Geld zu verdienen in dem Sinne. Aber alles in allem bin ich in einer super privilegierten Situation und dessen bin ich mir auch total bewusst. Ich bin sehr dankbar dafür, dass ich inzwischen so eine positive Beziehung zu Geld habe. Ich hoffe sehr, dass ihr die Fragen auch beantwortet und euren Umgang mit Geld so ein bisschen reflektiert. Ich hoffe sehr, dass ihr eure eigenen Glaubenssätze zum Thema Geld bilden könnt und eine gesunde Beziehung aufbauen könnt. Vielen Dank fürs Zugucken. Wir sehen uns am Mittwoch wieder. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Wenn euch das Thema Geld und Finanzen interessiert, dann schaut gerne mal hier vorbei. Das ist mein letztes Monatsausgabenvideo. Und da erwarten euch jeden Monat in Zukunft auch welche. Also nicht vergessen zu abonnieren und bis bald. Tschüss!